Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Freitag, der 13. Was ist das für ein Tag? Und gibt es diesen Tag im Islam? Natürlich gibt es so einen Tag, nicht im Islam. Und wir sollten uns nicht von den Schaitan beirren lassen. Solche Tage sind Aberglaube. Freitag ist ein schöner Tag. Freitag ist ein schöner Tag für die Muslime, denn Freitag gibt es das Freitagsgebet. Und jeder Freitag ist schön. Ganz egal, ob es der 1., der 13. oder auch der 20. ist. Freitag ist ein schöner Tag. Doch diese Kuffar möchten mit solchen Tagen Angst verbreiten und sehr viel Geld machen. Der Islam ist eine Religion des Beweises. Wenn euch jemand etwas sagt, muss er es beweisen. Ansonsten braucht ihr nicht auf diese Person zu hören. Das ist die Sache. Und jetzt mal eine kurze Frage. Wenn ich dir sage, dass Wahrsagerei zum Kufur führen kann, wirst du mir sagen, ich gehe nicht zu einem Wahrsager. Ich lese auch keine Horoskope. Aber es gibt ja diese Application in Facebook. Kennst du das schon? Da, wo du irgendwas machst und dann darüber bestimmt wird, so wirst du aussehen, diese Person liebt dich. Das ist auch Wahrsagerei. Das ist auch eine sehr große Sünde. Und wenn du daran glaubst, dann kann dich das zum Kufur führen. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, haltet euch fern von solchen Sachen. Bleibt bei Koran und Sunna, und wenn euch jemand mit irgendwas ankommt, dann sag ihm, bring mir deinen Beweis, wenn du wahrhaftig bist.